Ein gutes Dutzend Weihnachtsmärkte hat die Geschäftsstelle der Wohnungsgenossenschaft Fortschritt in Döbeln schon gesehen. Denn genau die 12. Auflage fand hier am 2. Dezember statt. In der Konstellation zum letzten Mal, denn die Wohnungsgenossenschaft baut gerade das Gebäude der ehemaligen Kaufhalle Döbeln Ost 1 in der Blumenstraße 51a dafür um. Der Hof hatte sich an diesem Tag zum Weihnachtsmarkt gemausert und im Festzelt gab es den 12. Tortenanschnitt mit den Vorständen der Genossenschaft. Die Torte aus der Bäckerei Körner hatte es in sich und das Prädikat Kalorienbombe verdient. Das Naschwerk, eine Schoko-Erdbeersahne-Wintertorte im Weihnachtskugellook mit gut 1,20 Meter Durchmesser, lockte zahlreiche Leckermäulchen an. In die musikalische Weihnachtsbäckerei entführten die Kinder der Kita Sonnenschein ihre Eltern, Großeltern, Geschwister und die Gäste des Nachmittags mit ihrem Programm. Die Tanzgruppen der Döbelner Tanzwelt aus Döbeln begeisterten ihr Publikum mit verschiedenen stimmungsvollen Tanzdarbietungen. Während es drinnen Film Up, Domino, Feeling oder Military hieß, rollte draußen die Kutsche durchs Wohngebiet Döbeln Ost 1. Im Hof ging es kulinarisch hoch her, die Besucher hatten die Qual der Wahl. Die glühweinfreundlichen Temperaturen ließen dieses wärmende Getränk in der Gunst der Besucher sehr hoch steigen. Im Festzelt gab es mit der Sonderausgabe 3 KKKs und viele A's ein weiteres Highlight. Bärbel Friebel, die Macherin, hatte mit Vorstand Stefan Fierich, Museumsleiterin Katrin Fuchs und Horst Reisig unterhaltsame Gäste eingeladen und die gaben alles. Die erste Veranstaltung fand im Oktober 2010 und die 30. am 7. November 2017 statt. Zur Tradition des WGF-Weihnachtsmarktes gehört der Fackel- und Lampionumzug durch das Wohngebiet Döbeln Ost 1. An der Spitze die Vorstände und der Lommatscher Spielmannszug, ihnen folgten zahlreiche große und kleine Umzügler. Beim Finale des 12. WGF-Weihnachtsmarktes ging es handfest zur Sache. Die Scheunenrocker spielten auf und das Publikum im Festzelt ging mit.